Vielleicht sollte ich erstmal die richtigen Roboter haben, bevor ich eine Fabrik mache für Reparaturkits. Und gerade sehe ich mal, dass ich eigentlich noch weiter mit den Solaranlagen machen müsste, weil meine Energieproduktion am Limit ist. Aber Solar müssten wir dann automatisiert machen. Ansonsten dauert es einfach viel zu lange. Kommt her, kleine Motoren. Nehmt euch mal so mit, weil ich müsste doch theoretisch das Auto dann auch bauen können, ja. Das brauchen wir gerade nicht. Effizienz der Forschungseinheit. Ich baue den Panzer. Ich kann auch keinen Panzer bauen. Ich kann nur das Auto bauen. Aber das Auto wäre schon mal ein guter Anfang, um die ersten zu töten. Beziehungsweise die ersten Lager. Nur das da unten nicht. Ah gut, der vierte ist fertig. Persönlicher Roboterhangar. Eigene Bauroboter zu starten. Ätzend. So, zwei elektronische Schaltkreise, Schmiermittel. Wie kriege ich denn Schmiermittel in den rein? Ach, der kriegt wahrscheinlich dann einen Anschluss, ne? Ich glaube, Schmiermittel mache ich aus. Schweröl, okay. Oh oh. Ich glaube, da ist ein Loch in der Wand. Ach ne, da kamen wahrscheinlich welche mit, die Fernkampf können. Hier ist nämlich doch kein Loch in der Wand. So, lauf ruhig mit Kohle. Im Optimalfall sollten wir. Hatte ich nicht vorhin noch. Ah, nee, das haben wir oben hingesetzt. Hier noch Geschütze weitere hinsetzen. Wee, wee, wee. Wir sind übrigens schneller als beim ersten Mal. Auch wenn ich sehr viel Blödsinn gerade mache. Ich werde nicht sterben. Im Notfall kann ich immer noch abhauen.
Aber schön, dass sich ein paar Leute Sorgen machen um mich. Oh, jetzt, ach nee, jetzt kommen wahrscheinlich überall immer welche, die irgendwie auch Schaden erzeugen. Das bedeutet Krieg, Freunde. Es wurde ein Gesetz erlassen, das verbietet Orca-Wale für Kunststücke einzusetzen. So, jetzt bin ich irritiert, weil jetzt kann ich nicht mehr genau sehen, wann ich irgendwo einen Durchbruch habe, weil die ja jetzt direkt Schaden machen. So, habe ich die beiden Chemiefabriken gebaut? Ja. Da müssten wir die Elektromotoren von da hinten nach hier irgendwo hinbringen. Produziere Schmiermittel. Was ist mein Ziel heute? Ich habe kein Ziel. Also ich würde am liebsten heute noch schaffen, dass wir Logistikroboter machen. Und dass ich so das ein oder andere Lager vielleicht kaputt mache in meiner Umgebung. Wenn es hinhaut. Das hier kriegen wir auf jeden Fall im Eimer. Das ist nämlich nur ein einziges. Da oben könnte es wieder schwierig werden. Da rechts die kleinen einzelnen kann ich weghauen. So, das Schmiermittel wäre schon mal da. Meine Güte. Habt ihr vielleicht Lust, noch mehr auf gegen mich zu schmeißen? Ruhe, Taki. Mehr Dev kommt irgendwann. So, die Elektronenschaltkreise werden ja hier oben schon durchgenudelt.
Dann gehen die hier, die unten, teile ich die nochmal, oder? Ha! Doch zu wenig Plattenproduktion. Ah, ich brauche doch die Beschleuniger unten in meinen Anlagen. Ups. Boah, die Geschwindigkeitsmodule kosten auch so viel Zeit, wenn man die produziert. Ups, falsch, hier hin. Haben wir schon einen fertig? Nö. Hilft das überhaupt was? Weil die Abbaukraft wird nicht höher, oder? Upsala. Ah, geht weg. So, mir von der Ecke, wo ich keine Geschütztürme habe. Doch, aber nicht viel. So langsam geht er mir doch auf die Eier. So, die mal eben weg. Du machst dich noch eben fertig. Dann brauchen wir... Komm, wir bauen einfach 5 Stück. Das kann ich langsam, will ich anstatt eine Mauer einen Geschützturmwall aufbauen. Um die Feinde aufzuhalten. Ja, ich könnte natürlich auch Geschütztürme in der Fabrik bauen. Automatisierung ist ja eigentlich das Ziel des Spiels. Aber ich habe schon wieder zu viele Baustellen auf einmal. Das Problem ist auch einfach, die Zuschauerirritation. Also nicht Irritation, sondern der eine sagt, ich brauche das zuerst, der andere sagt, ich brauche das zuerst und der dritte sagt, ach, vergesst die beiden anderen, du brauchst was ganz anderes. Was für ein Fließband soll kaputt sein? Da ist nicht kaputt, das ist absichtlich so.
So, mal eben schnell die Produktionsmodule. Nebenbei, basteln wir beim Laufen mal ein bisschen Munition. Ich bin jetzt gerade nicht sicher, ob das Produktivitätsmodul besser ist als das Geschwindigkeitsmodul. Oh, der ist auch durch. Es wird Zeit. Haben wir noch eine Produktionseinheit? Nein. Moment, da haben wir noch Platten. Wo bist du? Ich mach mal eben schnell hier so eine Waffenproduktion für mich. Ich werde mit Taki kein Multiplayer spielen. Vor allem haben wir mit Taki schon Multiplayer gespielt. Und ich finde, Multiplayer, man lernt da einfach nichts. Im Multiplayer hängst du einfach nur ab. Nein, keine Shotgun-Munition. Die Panzerbrechende, bitte. Ach scheiße, wir brauchen dafür einen Stahlträger. Ja. Dann nochmal ganz anders. Dann lass uns das so einfach hier machen. So passt das schon. Mal eben zu meiner Steinproduktion. Ich will mal eben ein Tor oben machen und dann will ich mal eben rausfahren. Stopp, Moment.
Toll. Hallo Baum. Ach du Scheiße. Ich habe vergessen, wie man kämpft mit Leertaste, ne? Sehr gut. Hier wird nicht mein nächstes Eisenvorkommen sein. Mal eben frische Munition holen. Dann geht's direkt weiter. Vor allem erstmal Kohle im Kofferraum. Polizeikontrolle, was haben Sie im Kofferraum? Kohle? Na gut, dann fahren Sie einfach mal weiter. Oh, das sieht schlecht aus für mich. Schnell weg! Helft mir, Geschütztürme! Ich brauche einen Panzer, den ich aber nicht bauen kann. Ich glaube, die Produktion von Elektroteilchen ist besser geworden. Also von den hier Schaltkreisen durch die paar Beschleuniger vielleicht unten. Egal. Was wollte ich tun? Was wollte ich tun? Die Motoren herstellen. Also irgendwie den. Den Verbrennungsmotor erstmal rüberbringen. Und die normalen Teile hier.
Moment, wir machen dann hier einen intelligenten Greifarm hin. Ach, da habe ich noch ein paar. Und der soll die einfach rübernehmen. Die Grünen, die halt einfach nicht benötigt werden, ne? So, kann der noch ein bisschen früher greifen? Ah, das wird schon ein ganz schönes Turbo hier. So, darüber. Dann brauchen wir bestimmt noch zweimal einen Durchgang. Ja, dann kommen wir da hinten nämlich raus. Ich finde es immer schlimm, wenn man seine eigene Schöpfung später nicht mehr versteht. So, kannst du die da einfach reinnehmen? Zwei lange Arme, die da wieder raus schmeißen den Motor irgendwann auf ein anderes Band. Ob ich meine, hatte ich nicht mal eine Kiste mit Fließbändern auch? Wo ich den Überschuss reingeschmissen habe. Scheint gerade nicht so. Ich baue eine Eisenbahnkanone, den schweren Gustav. Ja, definitiv. Seht ihr nicht meinen Größenwahn? Schönen guten Abend, Alpha Henner. Nochmal kurz überprüft, ob die Aufnahme läuft. So, die Motoren. Da würde ich sogar glatt sagen, ihr lauft in die falsche Richtung hier. So, da brauchen wir die Orangen für. Das geht natürlich gerade nicht. Nachtsicht. Batterieausrüstung. Ermöglicht persönliche Laserverteidigung. Ich guck gerade, wo komme ich denn an den. Ach so, Panzer. 16 Verbrennungsmotoren, 50 Stahlträger, 15 Eisenzahnräder. Der ist ja günstig. Aber die Munition wird wahrscheinlich schwierig herzustellen sein. Ach, ich weiß nicht. Wir werden es sehen. Auf jeden Fall brauche ich einen.